Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Eddie Wagner vom Autoradio Shop Stuttgart. Wir sind euer Spezialist in Süddeutschland für Navigation, K-HiFi und Alarmanlagen. Und heute wollten wir uns gemeinsam eine Wegfahrsperre von Empire anschauen, die WFS 400, wie einfach sich die bedienen lässt und wie effektiv sie euer Auto schützt. Die Empire WFS 400 ist eine CAN-Bus-gestützte Wegfahrsperre, die mit extrem wenigen Anschlüssen im Fahrzeug zurechtkommt. Das ist tatsächlich alles, was im Paket enthalten ist, die kleine Elektronikbox und der Kabelbaum. Die Kabel werden im Fahrzeug verdeckt installiert. Und wie gesagt, der Eingriff in die Bordelektronik ist sehr, sehr gering. Das System ist super sicher, lässt sich weder durch OBD-Diagnose noch irgendwie anders deaktivieren und ausfindig machen. Und wer hier den Zahlencode nicht kennt, der fährt mit dem Auto nicht weg. So, ich habe das Fahrzeug ganz normal mit dem Werkschlüssel aufgeschlossen, sitzt drin und weiß ja von dieser Alarmanlage oder von der Wegfahrsperre nichts. Das heißt, ich versuche ganz normal das Fahrzeug zu starten. Das Fahrzeug startet, aber geht unmittelbar nach dem Startversuch wieder aus. Ich habe ja die Wegfahrsperre nicht deaktiviert. Die zweite Situation, die wir haben, ist, der Angreifer weiß vielleicht von einer Wegfahrsperre, kennt aber den Code nicht. Das heißt, er setzt sich rein, gibt den Code ein. Ich gebe hier mal bewusst links, rechts den falschen Code ein, versuche zu starten. Fahrzeug läuft natürlich nicht, weil ich nicht die Wegfahrsperre deaktiviert habe. So, die dritte Situation ist, der Fahrzeugbesitzer kommt ins Auto, kennt den Code, drückt hier rechts, links. Das Quittieren der Fahrzeugblinker zeigt, dass der Code richtig war. Ich starte und kann mit dem Fahrzeug ganz normal wegfahren. Wir haben hier natürlich einen sehr einfachen Code gewählt, zu Demonstrationszwecken. Der Code lässt sich wunderbar erweitern, je nach Fahrzeug bis auf, glaube ich, 15 Stellen. Also da ist eurer Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Ich würde den aber in dem Fall tatsächlich 4-, 5-, 6-stellig halten. Das reicht völlig aus. Wie ihr gesehen habt, haben wir hier eine sehr einfache, effektive und kostengünstige Möglichkeit, euer Fahrzeug gegen Fahrzeugdiebstahl zu sichern. Tatsächlich kostet das System etwa 250 bis 300 Euro inklusive Einbau und Programmierung. Das Ganze ist in 2 bis 3 Stunden vollbracht, also sprich morgens bringen, mittags wieder fahren. Wenn ihr Fragen zu eurem Fahrzeug habt, würden wir uns freuen, wenn ihr euch meldet. Können wir auch gerne einen Termin vereinbaren.